Klicks Philipp wollte Gallien nur mit Bauern unterwerfen und war erfolgreich. Doch auch wenn ein Sieg über Frankreich löblich ist, verärgerte er uns, die Deutschen. Das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen, doch wie könnte man sich gebührend rächen? Ich entschied mich dafür, die Briten zu vernichten. Da sie sich mit dem Brexit ohnehin schon geschwächt hatten, würde ich aber keine deutschen Leben verschwenden, sondern mich einzig und allein auf die in den Wäldern und Steppen lebenden, stinkenden Söldnerscharen verlassen. Doch dieses Unterfangen stellte sich als schwerer heraus, als in meinen Gedanken zuvor durchgeplant. In Rome Total War sind Söldner nur in bestimmten Regionen nur begrenzt verfügbar und kosten obendrein noch Unsummen an Kohle. Klar, dafür könnte man heute RWE anfragen, die würden dann einen Forst abholzen, aber im Jahr 270 vor Christus ging das nur mit einem stabilen Einkommen, welches erstmal durch den Bau von Straßen und Marktplätzen gesichert werden wollte. Außerdem waren die in den heimischen Regionen anwesenden Söldner ruckzuck abgeerntet, sodass die Familie in alle Himmelsrichtungen aufbrechen musste. Arminius, der alte, sehr geschätzte, wenn auch bartlose Anführer, marschierte gen Westen. Sein Sohn Ariogaisus mit deutlich mehr Bart gen Süden und der olle Hermann mit seinem ebenfalls sehr beachtlichen Schnauzbart und toller blauer Farbe im Gesicht machte sich auf nach Osten. Alle drei nur mit einem Ziel: kampfeslustige Recken für klingende Münze anzuheuern und mit ihrer Hilfe den hochnäsigen Briten zu zeigen, wo der Hammer hängt. Doch zunächst wurden sie ständig von einer blinkenden, vermutlich sehr weisen Frau belästigt, die zwar nichts sagte, aber dennoch immer und immer wieder auftauchte, bis sie auf mysteriöse Weise einfach verschwand. Als wäre sie ein Bote gewesen, kam sogleich das Unheil über uns, denn der ehrenwerte Arminius starb, noch bevor er überhaupt die Grenze zum britischen Territorium ansatzweise zu Gesicht bekam. Manche würden es auf das Alter und die Strapazen der Mission schieben, doch es war eindeutig, dass er die Götter verärgert hatte. Es war eine schändliche Missetat, keine Gesichtsbehaarung zu tragen, und somit tötete ihn nichts Geringeres als der Zorn der Götter. Umgehend machte sich der rasende, rotbehaarte Rolf, ein versierter Doppelkopfspieler, auf, um den Vorstoß nach Westen zu übernehmen, während Hermann und Ariogaisus sich auf ihren Pfaden weiterbewegten. Um Geld zu sparen, entließ sich die tapferen germanischen Soldaten und ermöglichte ihnen so einen ruhigen Lebensabend mit ihren Familien und Freunden, mit denen sie zufrieden in ihren Schrebergärten saßen und Wildschweine grillten. Es war ein gutes und ruhiges Leben für sie, und nach der Ankündigung eines Bündnisses mit Gallien, also Frankreich, wurde es ein noch friedlicheres Leben für alle gebürtigen Germanen. Doch es näherten sich die ersten blau gekleideten Armeen und Rolf brannte bereits darauf, ihnen entgegenzutreten, ihm fehlten aber noch einige Männer. Im Osten sah die Rekrutierung dieser unter der Leitung Hermanns mehr als ordentlich aus, wohingegen nennen wir ihn Peter. Wohingegen Peters Unternehmungen ihn nach Italien führten, wo sich niemand dem großen Plan anschließen wollte. Der Weg aus Osten war allerdings lang und stellte somit ein Problem dar. Würden die Einheiten rechtzeitig in Westgermanien ankommen, bevor die Briten alles plündern und brandschatzen würden? Rolf konnte nicht mehr warten, und so kam es zur ersten Schlacht bei Trier. Die Zeichen standen gut, wurde Rolf doch durch Roland unterstützt, doch wie sehr konnte man sich auf hastig eingekaufte Krieger verlassen? Würden sie Germanien mit allen Mitteln verteidigen? Oder bei der ersten Gelegenheit die Waffen fallen lassen und sich zum nächsten Geldgeber fliehen? Statt wie die germanischen Stammeskrieger rot zu tragen, kleideten sich die Söldner in ein modisches Grün, welches auch die Framerate inspirierte. Die grünen Reiter konnten mit ihren Angriffen die leichten Soldaten des Feindes aufreiben, und Augenblicke nachdem die Fußsoldaten hinzukamen, starb auch schon der feindliche General, woraufhin sich die Briten, wie aus der EU, zurückziehen wollten. Aber Rolf und seine Recken verfolgten sie, um sie Karten zu spielen. Und so errang Rolf den ersten großen Sieg über die blauen Buben. Die Kunde über eben jenen Sieg verbreitete sich schnell. Und so kam es, dass Rolf plötzlich Besuch des Zwillingsbruders seines Rüstungsschmieds, der rein zufällig auch Söldnerhauptmann war, bekam und diesen in sein Gefolge aufnahm. Wohl im Wissen, dass er die beiden von nun an ständig verwechseln, aber sicher auch von derer beiden Fähigkeiten profitieren würde. Im Sommer 266 vor Christus tauchte eine alte Bekannte wieder auf. Fast hatte man sie vergessen. Doch sobald man sich an sie erinnerte, wusste man wieder genau, wer sie war. Nur dass sie dieses Mal in einer anderen Gestalt auftauchte. Auch trug sie nun einen Namen. Aus der mysteriösen blinkenden Frau wurde Ashley.
Wer war diese Frau? Wieso machte sie sich auf den weiten Weg von Kanada nach Deutschland? Wollte sie Rolf und seine Stammesbrüder warnen? Wovor? Aber Ashley schwieg. Trotz Namen blieb sie ein Mysterium. Und so schnell sie auftauchte, so schnell war sie auch wieder verschwunden. Warum auch immer. Es war nicht dramatisch, lenkte sie ohnehin nur vom Wesentlichen ab. Trier war erneut ins Visier der Blaustreifenhosen geraten und dieses Mal sah sich Rolf einer fast 1000 Mann stärkeren Armee gegenüber, zudem nicht mehr mit Roland, sondern Civilis an seiner Seite. Doch je mehr Feinde sich zu Rolf trauten, umso größer war seine Motivation, sie alle zu vernichten, zum Kartenspielen einzuladen. Im selben hügeligen Gebiet, in dem Rolf bereits Großes geleistet hatte, stand nun eine zweigeteilte gegnerische Armee. Im Stile eines raffinierten Feldherrn, der er ja auch war, zerschmetterte Rolf zunächst die kleinere und wendete sich dann der Großen zu. Dieser hatte jedoch gefährliche Streitwege zu bieten. Doch Rolf fürchtete nichts. Außer vielleicht die Frau seines Bruders, welche einen noch stattlicheren Bartwuchs vorwies als er selbst. Aber das tut nicht zur Sache. Es dauerte nicht lange, da waren die Halunken in die Flucht geschlagen und die Streitwegen auf den Schrottplatz gebracht worden. Doch eine Sache verwunderte Rolf. Bei der Verfolgung der fliehenden Memmen kam es ihm so vor, als würde er von einer übernatürlichen Macht zurückgehalten werden. Als würde der Kriegsgott ihm sagen, er solle Gnade walten lassen, damit die Überlebenden ihren Landsleuten berichten konnten, wie grausam Rolf kämpfte und beim Kartenspielen immer einen Ass im Ärmel hatte. Also verharrte er. Was ihm dennoch seinen zweiten famosen Sieg bescherte. Kurz darauf kehrte Peter von seinem bescheidenen Ausflug nach Italien zurück, mit gerade mal einer Einheit Söldner und einigen Oliven im Gepäck. Er stieß zu Rolf und weil er der Anführer war, übernahm er das Kommando. Rolf war davon nicht begeistert, aber schluckte seinen Gram herunter. Denn es gab Wichtigeres. Hinter meinen Rücken schlossen Britannien und Gallien ein Bündnis, woraufhin die Gallier jenes Bündnis mit uns brachen. Langsam verstehe ich, warum man sie hassen könnte. So durfte nun auch Peter seine erste Schlacht erleben, mit Rolf an seiner Seite und mehreren tausend Mann unter seiner Flagge, die mit Leichtigkeit einen Sieg nach Hause brachten und direkt danach noch einen weiteren. So konnten Peter und Rolf zur ersten britischen Siedlung auf dem Kontinent marschieren, um diese zu belagern. Doch die Blauen hatten etwas dagegen, allen voran der sehr blaue Belenus, welcher nicht nur aufgrund seiner Gesichtsbemalung so genannt wurde. Und obwohl seine Männer auch im Schnee keine Oberteile trugen und dramatisch mit ihren Schildern klimperten, wurden auch sie überrannt. Samarobriva gehörte uns. Nun war auch Hermann aus den östlichen Provinzen zur Westfront zurückgekehrt. Seinen Posten im Hinterland übernahm Jung Siegfried. Blond und blauäugig wie er war er der perfekte Mann für den Osten. Aufstrebend rekrutierte er bereits mit 19 Jahren seinen ersten Reiter, so früh wie niemand jemals zuvor. Sein ganzes Leben lag noch vor ihm und er hatte noch nie eine Schlacht gesehen. Anders als Peter und Rolf, die sich nach der Belagerung einer französischen Siedlung mit dessen wütenden Anführer und seiner deutlich größeren Streitmacht herumschlagen mussten. Sie gewannen, aber die Verluste waren hoch. Rolf verlor einige der besten Reiter seiner Leibwache und auch die anderen Trupps waren stark angeschlagen. Nahezu zeitgleich nur einige hundert Kilometer östlich wurde Jung Siegfried überfallen und zeigte sich direkt als würdiger Krieger, woraufhin Dakien ein Angebot unterbreitete, das man nicht ausschlagen konnte. Hermanns Sohn wollte ebenfalls Ruhm durch die Eroberung Bordesholms, aber starb beim ersten Kontakt mit dem Feind. Hermann konnte diesen Verlust nicht verkraften und stürzte sich daraufhin in eine unübersichtliche Waldschlacht, in der auch er das Zeitliche segnete. Mögen sie in Frieden ruhen. Schiffe wurden nun gebaut, um endlich die andere Seite des Ärmelkanals zu erreichen und statt direkt auf Londinium vorzupreschen, segelten Peter und Rolf weiter ins Hinterland und nahmen dieses problemlos ein, denn der General fuhr lieber ein wenig spazieren, einzig die Tore schienen den tapferen Söldnern einigen Widerstand zu leisten. Was sind diese Briten nur für ein Völkchen? Während die vorletzte Stadt von unseren beiden Helden belagert wurde, machten sich einige Verstärkungstruppen auf dem Weg über den Ärmelkanal. Nur um in einer Endlosschleife von Seeschlachten langsam und qualvoll in die Fluten gerissen zu werden. War dies das Unheil, vor dem Ashley uns warnen wollte? Unsere Boote werden angegriffen. Segelt um euer Leben. Ohne Verstärkung mussten P und R nun mit den verbliebenen Einheiten um Deva kämpfen und konnten, trotz eines Unentschiedens, im Elfmeterschießen die Stadt gewinnen. Der Weg war frei.
Londinium nur noch einen Steinwurf entfernt und nach einigen Monaten war es soweit. Wieder dominierten die gekauften Männer in Grün. Wieder waren es nur die Tore, die Widerstand leisteten, und als die Schlacht fast schon gewonnen war, wollte einer seinen Teil des Ruhms ehrenvoll erkämpfen. Rolf machte sich auf, um höchstpersönlich den letzten britischen Hund zur Strecke zum Kartenspielen zu überreden. Er kämpfte wie ein Berserker und erfüllte seine Mission. Britannien war besiegt, mit nicht mehr als einigen käuflichen Kämpfern und dem Willen eines einzig wahren Helden. Rolf hatte es geschafft. Er hatte anders als Hermann überlebt, doch sollte er sich jetzt zur Ruhe setzen? Nein, Rolf wollte mehr.